Adelic Entertainment. Da, 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 da. Ja, halli und hallöchen, meine lieben Freunde. Damit, oh Gott, ist das laut. Damit darf ich jetzt zu einem neuen Let's Play begrüßen. Und zwar spielen wir Chaos auf Depone. Also bevor ich jetzt anfange, erstmal eine Kleinigkeit. Die spiele ich ja normalerweise mit Medi Let's Play und so, der auch schon beim Essenzeit mit dabei war und der auch in vielen LoL-Folgen mit dabei war. Allerdings habe ich wegen einem gravierenden Flame in LoL jetzt wirklich endgültig die Freundschaft mit ihm beendet. Infos dazu findet ihr in der Infovideo, das ich jetzt hier irgendwo verlinkt habe. Das sind auch ein paar Infovideos zu Gamescom dabei, die aber schon hinweg sind, weil die Gamescom ja schon vorbei ist. Ein Vlog dazu müsste schon hochgeladen sein oder wird auf jeden Fall auch noch hochgeladen. Und noch das letzte, eigentlich habe ich zu diesem Spiel auch ein Unpacking gemacht, nur leider, das wird auch in einem Video erwähnt. Und ne, das wird in einem anderen, halt, das mit Medi war ein anderes Infovideo, da ist nichts von Gamescom. Aber jetzt habe ich noch ein Infovideo eingeblendet, ja, ich meine, das hat viele Infovideos. Wo ich halt informiere, dass halt meine Festplatte kaputt waren, da waren schon alte Aufnahmen, kann man auch hier schon sehen, weil ich hier schon einen Spielstand habe, von Depone drauf, wo ich eben schon was gezockt habe, aber die dann eben einfach nicht mehr gingen, weil halt die Festplatte nicht da war und da, oder halt kaputt war, und da ist auch dem für die Gamescom dabei, die aber ja sowieso hinfällig ist. Das findet ihr hier jetzt auch irgendwo eingeblendet. Und dann noch zum letzten, eigentlich war auf dieser Festplatte auch ein Unpacking von dem Spiel drauf, weil ich auch damals, wie schon bei The Night of Dread, ein Unpacking gemacht habe. Nur leider ist es jetzt dann auch hinfällig, weil eben die Festplatte kaputt ist. Daher blende ich hier einfach nochmal direkt ein Unpacking von den Erstellungen von Deadlic Entertainment auch auf YouTube ein. Könnt ihr draufklicken, öffnet sich alles in einem neuen Tab. Wenn ihr ein Unpacking sehen wollt, dann guckt es euch gleich von der Ersteller und Entwickler des Spiels, also von Deadlic. Und dann würde ich sagen, ohne jetzt weiter zu labern, machen wir jetzt erstmal einen Neustart, denn die alte Datei brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Kann ich die eigentlich auch löschen? Ja, löschen brauchen wir ja nicht mehr, weil das ist ja eine Datei, die ist hinfällig. Die wird zwar aufgenommen, aber nie gezeigt, weil ich eben, ja, die Festplatte kaputt war. Da würde ich sagen, machen wir einfach einen Neustart und tauchen zurück in Deponia. Wie ich mich drauf freue. Let's go. Bevor ich auch wirklich ein neues Spiel starte, möchte ich sagen, dass ich das Spiel eigentlich so gut wie blind spiele. Das Einzige, was ich damals gesehen habe, war vor einem Jahr das Display von Gronkh eigentlich überall habe. Also eigentlich weiß ich auch gar nichts mehr, aber dann würde ich sagen, let's go mit F10. Okay, ich bin ruhig. Hm? Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen, weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Das war schon beim ersten Mal dämlich. Och komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Und warum machst du sowas? Weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Da fällt mir ein, ich heile, hab auch vergessen, auf der Gamescom zu Deadlic zu gehen. Dafür könnte ich mir heute in den Arsch treten, aber naja. Schauen wir uns ihn doch erstmal an. Das ist Bozo, der alte Pirat. Ich bin kein Pirat, sondern ein einfacher Schrotthändler. Ach ja, das höre ich zum ersten Mal. Das kommt. Warum sprichst du mich da nicht an? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich startet dann ein unterhaltsamer Dialog. Wie aufregend. Dann probieren wir es doch mal mit dem lieben Bozo zu unterhalten. Rede mit Bozo. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, wie man ein Objekt ansieht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball
als Symbol für Ansehen benutzen. Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechtsklicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Das ist zwar ein Auge, aber obwohl das ist ja doch, also ich, okay, doch, es ist eigentlich ein Ping-Pong-Ball. Okay, Rufus hat recht. Was ist das? Das ist der Reaktor-Lotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Und wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Ach. Heb ihn einfach auf und verschwend nicht so viel Zeit im Tutorial. Wir möchten ja noch richtig. Wo ist er denn? Du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Okay, versuchen wir es mal. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, rechtsklick drauf, oder? Wie zum Beispiel hier auf das Young. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Wir verbinden die zwei Sachen einfach mal. Sorry, dass ich gehen muss. Ich bin ein bisschen müde. Sieh her, Bozo. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Und dann setzen wir es hier ein. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf den freundlich aussehenden Knopf und schauen, was passiert. Klick. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht. Du stehst direkt unter der... Keine Panik. Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Das würde ich dir zutrauen, also, Rufus. Wie war das gleich? Aber ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt und dann... Dann kam die Schrottpresse nach... So lang fand ich die jetzt gar nicht. Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Organons. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Sie waren auf der Suche nach Goal, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Goals Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon. Der Führer. Und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Goals Gehirnimplantat. Und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel. Die Sprengung unserer Welt. So schön animiert gewesen. Gute Arbeit, der Dalek. Wunderschön. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Fest mit Kennenwurfsternchen. Twisted Kennen. Er vertauschte die Datasetten. Und gab Goal die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. Wundervoll. So füllt mein Herz mit Freude. Da, 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 oh mein Gott. Da, 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 da. Bap, bap, bap.
War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Der dritte Teil kommt unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein? Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig, warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Ach, ja, der kleine Rufus. Oh ja. Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst Aufopferung und Plan. Willst du mich rolle hier nochmal von vorn? Russa noch einmal von vorn! Deponia, altbekannte Bereiche, wo wir als Rufus wieder zurückkehren, um die Welt erneut zu retten. Neubom. Müll. Noch mehr Müll. Genauso hat Trans-Shadow ja auch angefangen. Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Hey. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Der da? Ja. Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Hey. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Ich bin nicht dreckig. Als ich ihn kennenlernte, ja, da war Rufus noch ein... Wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot. Aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Ich weiß nicht so recht. Irgendwas... scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Kann ich jetzt endlich handeln? Gut, ob sich Rufus wirklich gebessert hat, werden wir im Laufe des Spiels bestimmt noch erfahren. Aber ich würde sagen, wir öffnen erstmal den Werkzeugkasten. Und nehmen uns den Hammer raus. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Oh. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Der arme Vogel. Er ist viel vorsichtiger als früher. Hallo? Oh, ich muss scannen. Ich bin viel zu müde. Ich sollte eigentlich nicht aufnehmen, aber habe gerade verbuggt auf das Game. Und ob wie dem Vogel ist, scheint es nicht so gut zu gehen. Nimm mein Hammer auf wieder mich raus. Wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Niemals. Alter, der arme Vogel. Wir machen mal die Tür auf und gucken mal, wie es ihm geht. Oh mein Gott. Bip, 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 bip. Ja, wir befreien den kleinen Vogel mal. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Ungeschickt? Ah, oh. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Auf jeden Fall. Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich hab nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Ja, ja, und vor allem ist es... Ich verstehe nicht, wie die sich unterhalten. Ich müsste ja schon lange fertig sein. Dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Ja, gute Entscheidung. Weil ich habe ja hier schon gespielt in der Stunde, habe ich ja schon mal aufgenommen. Und zwar müssen wir hier den Stromkehrer einbauen, damit es den Vogel nach oben katapultiert. Der muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben.
Fast so wie ist das ja auch. Ein Vogel. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Gut, aber jetzt wir ziehen einfach mal an der Spülung. Auf keinen Fall soll er Opfipips zu trinken geben. Was ein schöner Name für den... Oh. Na, wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Oder erschlagen. Oder... Wie nennt man das? Elektroschocks verpassen? Gibt es da irgendwie ein Verb dafür? Ich glaube nicht. Wir elektrisieren und ich hätte gesagt, holen wir den mal hier in die Spüle. Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Oh, auf da jeden ist Fall. Er gesund gut, und munter. Gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Ist ja nicht mehr lang. Wir haben ja schon mit fast Ende August. Jetzt können wir den bestimmt rausnehmen, oder? Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfipips kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Anscheinend will er nicht. Ach, Oma Utz. Als würde das überhaupt nötig werden. Hallo? Opfipips. Okay, was ist, wenn wir nochmal spüren? Hat er sich denn überhaupt die... Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Was ist das für ein Knopf? Oh! Da hängt irgendwas. Oh, da ist der Hammer, den brauchen wir nämlich noch. Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Ach du heilige Mutter er Maria. Holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Schnell. Trocknen. Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Rufus doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Oh, Victor Game muss help me. By the way, der Link zur Playlist, auch der ersten Test findet ihr auch in der Beschreibung. Was ist, wenn wir die nass machen? Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Können wir jetzt den... Ich will eigentlich nur das Tuch, um das Feuer zu... Oder den Hammer nehmen. Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Mehr als 100 Mal. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ahahaha. Wie witzig du bist. Irgendwie kann ich hier gar nicht rausklicken. Nicht wie bei Edna oder Rabbit. Naja, egal. Können wir jetzt hier auf den Knopf drücken? Also vor dem Bildschirm. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfipieps passiert nichts. Oh. Versprochen. Wir haben jetzt das nasse Tuch und dein Opfipieps hat seinen Namen alle Ehre gemacht. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Was ein guter Witz. Ja, Opfipieps ist dann jetzt ausgeflogen, der ist ausgewachsen, hat sein Nest verlassen und will jetzt eine neue Familie gründen und wir haben ihm dabei geholfen. Genau, so war das, ja. Und na, holla! Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Merkt nicht, dass ich hoffe, hier du alles hast kein brennt. Chaos angerichtet. Nein. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Genau. Brennt nicht, nein. Tschüss. Grüß auf wie Pips am Bier. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Ich weiß es nicht.
Rufus, hä? Hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen. Was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Okay, dann würde ich sagen, drehen wir mal auf den Blasebalg und gucken, was passiert. Schau gut hin. Rufus, nein. Das hat ja super funktioniert. Doc, oh, Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine auf. Was? Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Doc retten oder nach Elysium? Doc retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur? Wir sollten beides hinkriegen. So, da ich das ja das hier schon, da ich das jetzt ja schon mal gespielt habe, weiß ich natürlich jetzt schon, wie es weitergeht. Und zwar müssen wir das Messer hochholen. Ich komme ran. Da habe ich mich wohl verschätzt. Okay, ich muss am Wind liegen. Wir müssen auf die Pfanne treten. Und schon haben wir das Messer. Zirkusreif wie immer. Jetzt können wir hier mit dem Messer was rausschneiden. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver da rauskratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Nein, nein, niemals. Das kitzelt. So, jetzt können wir das nämlich hier in den Blasebalg befördern. Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. So, wenn wir jetzt den Blasebalg treten, werdet ihr in der nächsten Folge passieren, lernen, was passiert. Denn ich würde sagen, das reicht jetzt für die erste Folge. Die ging ein bisschen länger als die anderen. Die werden da wieder normal Viertelstunden gehen. Nicht wie Harvey damals 20 Minuten. Das war ein bisschen lang. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich in der Chat fürs Zuschauen. Wenn euch die erste Folge gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben begehen. Wenn nicht, so geht auch gerne einen Daumen nach unten. Aber dann am besten mit Begründung. Die besten Vorschläge, die eigentlich ist, könnt ihr auch gerne in die Kommentare posten. Wenn euch das Video, vor allem die erste Folge, bei der ersten Folge ist wichtig, richtig gut gefallen hat, könnt ihr auch gerne folgen, wenn ihr beiden sind wirklich freuen. Link zur ersten Folge, auch wenn das die erste Folge ist, zur Playlist dieses Let's Plays und zur Playlist des ersten Let's, also des ersten Teils, findet ihr alle Infos in der Beschreibung, auch wenn ihr das Spiel selbst kaufen wollt, findet ihr alles in der Beschreibung. Und würde ich sagen, bedanke ich mich an der Stelle jetzt fürs Zuschauen. Ich wünsche noch eine wunderschöne Woche und dann, oder einen schönen Tag und dann tschüss. Und ciao, bis übermorgen.